Campen im Campen, Teil 2. Servus, hallihallo, beliebte Perspektive bei mir. Wie es der Titel schon sagt, kein Clickbaiting. Also, ich glaube, das ist die schwerste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben treffen muss. Und nachdem die Zeit so ein bisschen davonläuft, in vielen Belangen, werde ich das morgen machen. Jetzt seid ihr alle miteinander die letzten Jahre Wegbegleiter. Und dann gibt es natürlich nochmal ein paar von diesen Wegbegleitern, die ein ganz enger Kreis geworden sind derzeit. Und mit denen treffe ich mich morgen Abend per WhatsApp-Chat. Und dann geht es vorrangig um das Thema Karawanien. Es muss jetzt entschieden werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass das die richtige Idee ist, Karawanien zu gründen als digitales Campingland. Ich habe ja schon öfter darüber gesprochen und die Ideen haben sich manifestiert, wenn man so schön sagt. Und es ist jede Menge PDF geschrieben und ausgetauscht und viele Gespräche geführt. Ich habe mich mal umgehört bei ca. 100 meiner engsten Kontakte im Netzwerk und mal die Idee anklingen lassen und die haben alle gesagt, machen. Das fehlt uns und das glaube ich auch immer mehr. Ich stelle mir vor, dass das wirklich unser Campingclub ist. Also auf einer Ebene ein Campingclub für alle. Vom Radfahrer mit Zelt oder nur Schlafsack bis hin zum Linerfahrer oder was weiß ich, was man noch alles unter Camping versteht. Ich habe nur ein Riesenproblem und da brauche ich euch. Und morgen als zweite Stimme, ihr seid die eine große Stimme, bin auf die Reaktionen dieses Videos gespannt, brauche ich dann noch meinen Inner Circle, obwohl ich die Anglizismen eigentlich gar nicht so leiden kann, aber manche Sachen beschreiben es besser als innerster Zirkel. Und das ist dann die zweite Stimme, die ich deswegen brauche, weil ich das antreiben möchte, wo es immer geht oder wo es immer auch geht. Aber die Kraft ist nur teilweise vorhanden. Ich brauche das allerdings auf der anderen Seite, damit ich Vortrieb bekomme. Nicht, dass der Camper-Tobi mir nicht reicht, um Gottes Willen. Ich denke, dass wir das deswegen brauchen, dass wir unsere vielen Stimmen, die wir draußen haben, ballen und daraus den UCC machen, unser Campingclub, wie gesagt. Ich werde das noch öfter wiederholen. Das e.V. wollen wir gar nicht in den Vordergrund stellen, aber das ist der beste Weg, das zu betreiben, weil es Non-Profit sein wird und alles in diesem Club wird transparent passieren. Also meine Kraft ist halt immer bedingt und es gibt irgendwo so ein Dead End. Das kann ja bei jedem immer sein. Aber mir ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen spannender, würde ich mal sagen. Ich traue mir das zu. Wir haben alle die Netzwerke, wenn wir die bündeln, dann sammeln wir die notwendigen Mittel ein, um den Verein zu gründen, und zwar demnächst, denn der erste große Step muss auf dem Caravan-Salon sein, auf dem wir dann ab dem ersten Tag oder ab dem Tag vorher den gesamten Campingmarkt im deutschsprachigen per Film, PDF etc. Website mitteilen, dass es uns gibt. Da kann man sich dann auch schon einloggen als Mitglied. Dann gibt es, ich sag mal, 30% von 100, die dann spätestens zur CMD oder sagen wir mal 70%, das wäre schon super, wenn wir das alles schaffen, was wir uns vorstellen, im Second Step, nach dem Vorglühen, nach dem Zünden, dann bis in den fünften Gang raufschalten, dann wird es die CMT werden. Karawanien soll ein Club werden für uns alle auf Augenhöhe, damit wir so ein bisschen zeigen können, wie cool die Campergemeinde sein kann und teilweise auch ist. Aber ein Teil davon habe ich das Gefühl, die letzten Jahre, in dem ich ja sehr viel erlebt habe und wahrscheinlich ja, einer der wenigen, mit der da wirklich nonstop inklusive Corona unterwegs war. Ich habe, wie gesagt, eine Nacht auf der Fähre geschlafen und ein paar Mal im Krankenhaus. Aber ich bin hauptberuflich Camper geworden. Im Campingnetzwerk.
Wie gesagt, das sind 300 Veranstaltungen gewesen, Messen, Treffen, Händlerveranstaltungen, ob das Pressekonferenzen, Neuvorstellungen, wie auch immer. Das ist ein Haufen Zeug, was man da mitkriegt. Und ihr seht natürlich das, was wirklich auch für Schaufenster passt bei mir, für den Weg haben wir mir entschieden und ich habe den akzeptiert. Aber hinter den Kulissen tut sich so viel mehr. Und ich merke aber immer wieder, dass das ganze Verhalten von allen Parteien, die da betroffen sind, da nehme ich uns eigentlich mehr raus. Gut, da ist mehr Miteinander notwendig, da bin ich mir ganz sicher, das wird auch rundum bestätigt. Wieder mehr Miteinander, weniger Daddeln, mehr mit dem Nachbarn, keine Ahnung, Bierchen trinken oder nur mal Hallo sagen. NachbarInnen. Einfach eine Gemeinschaft wieder stärken, mit der wir auch eine Stimme haben, um in der Campinglandschaft, in der deutschsprachigen, vielleicht später mal Europa, wer weiß, sich gut austauschen zu können mit Verbänden, mit Herstellern, mit Vertrieb, mit Vermietung, mit den Messen, mit den Ausstellungsbetreibern in jeglicher Form, mit allen, die da dazugehören. Dass wir uns dann an einen Tisch setzen können, dass wir neue Konzepte miteinander erarbeiten, dass wir in der Stadtplatzpolitik miteinander mitmischen können, dass wir mehr auf euch hören. Ich höre seit ich in dem Geschäft bin, immer nur, und das die letzten Jahre ganz verstärkt, die machen mit uns, was sie wollen. Und wir zahlen teures Geld für unser Hobby. Ob das jetzt alles gerechtfertigt nicht oder ist oder nicht, das werden wir ja dann auch sehen. Oder sehen wir ja jetzt. Da muss sich jeder seine Meinung machen, aber nicht alles mit uns machen lassen, ein Mitspracherecht. Auch was Modelle angeht, Planung angeht, da wäre es toll, wenn die Hersteller mal auf uns zukommen würden, weil das heißt immer nur Hauptargument, ach, die wollen anscheinend nicht oder probieren das nicht aus, was sie da bauen. Ja, das kommt mir auch oft so vor. Ja. Es sind jetzt 42 Autos, ihr seht den Forster. Ich habe jetzt gerade den Kühlschrank unten geklebt mit Panzerband. Passiert auch mir mal eine Kleinigkeit, ist unten das Fach von den Flaschen durchgebrochen. Ansonsten ist er tapfer. Da scheppert nichts, alles gut. Aber um das alleine geht es eben auch nicht. Wir müssen schauen, dass wir Problemfälle lösen, dass es ein Schiedsgericht gibt oder eine 0800-Nummer, wo man anrufen kann und da wird unseren Mitgliedern Hilfe geleistet, in jeglicher Form, ob es ein technischer Tipp ist. Und ansonsten muss man auf diesem Portal Caravanien.de alles finden können. Es gibt tolle Ideen, es gibt ganz viele Apps, es gibt ganz viel hier, ganz viel da, aber es gibt nichts Großes. Nicht einmal annähernd. Und Caravanien war so ein Fingerzeig. Mach was draus. Dass die nochmal in Freiburg vor 2, 2,5 Jahren, da gibt es nichts Hinterlegtes, außer die CMT hat mal, das hat mir auch Alexander Ege, schöne Grüße, Xandi, mitgeteilt, dass es mal eine Aktion gab auf einer Messe, ich glaube 2014 oder 2015, könnt ihr googeln. Da hat man eben Karawanen auf der Messe auch so eine Art Bundesland-Land in die Ecke gestellt. Und das war halt aber nur so ein Treffpunkt. Und da gab es auch weitere Ideen, aber die wurden nie verwirklicht. Von dem her ist das alles unbelegt frei. Es ist YouTube konnektiert, es ist Instagram konnektiert. Da sind so viele Schritte notwendig, jetzt das Ganze zu launchen, zu starten. Das ist aber wirklich alles hier. Ich gehe mal kurz rüber mit euch. Müsst euch ein bisschen gedulden. Ich habe wirklich die dringende Bitte, helft mir bei meiner Entscheidung. Ich brauche jetzt einfach Leute, die sagen, ja, wir stehen da dahinter. Wir haben schon genug in der Base, aber ihr müsst dann da mitmachen, wenn wir es durchziehen. Bitte. Also ich will hier nicht betteln. Es geht dabei nicht um mich, es geht nicht um Selbstverwirklichung, das natürlich auch, aber es geht um das, was die Resonanz zeigt und dass man jetzt den Zeitpunkt haben, die Umsätze laufen zurück, wir müssen in die Zukunft planen, wir wollen da mitreden, wir wollen unsere eigenen Stände haben, zusammen mit allen anderen, mit den Vanlifern und hin und her. Es kann auch nach wie vor jeder sein eigenes Wohnmobil bauen, wollte ich schon fast sagen, sein eigenes Brötchen backen, aber trotzdem es schaffen, mit vielen YouTubern gemeinsam, Instagramer gemeinsam, dort uns zu verewigen. Die Social Media Leute, die dort Inhalte bringen, können auch ein Forum haben, das moderiert ist. Wo es wirklich nur um das ganze Thema Camping gibt. Es ist wurscht, ob einer ein Teil für Concorde sucht oder einen Urlaubstipp hat oder gerade einen Stellplatz. Es geht alles in Echtzeit durch. Bam, bam, bam. Wenn man da, Entschuldigung, die ganzen Social Media Content Creators, oh Gott, das war viel Anglizismus, die sind willkommen. Meldet euch bitte.
Und dann erkläre ich euch auch Details, bevor es jetzt da Richtung Caravansalon geht zum Pre-Start. Scheibenkleister, du kommst echt nicht mehr rum um den ganzen Sums. Aber egal. Ihr werdet auch da nichts beitragen müssen, also kein Geld oder sonstiges, könnt ihr natürlich immer spenden. Von euch ist Content erforderlich. Ihr solltet dann mindestens zweimal die Woche irgendein Content absetzen, reinstellen, auf YouTube, auf Instagram, ins Forum fragen, mitmachen, mitmoderieren in einer Community, wo hoffentlich dann wirklich was los ist. Unabhängig von euren Kanälen, oder ladet auch Videos doppelt hoch, wenn ihr Bock habt, und findet mir das zentral. Klar, wenn das in den Monetarisierungsbereich kommt, dann kriegt ihr auch eure Kohle. Oder schöner wäre es natürlich, das in den Verein fließen zu lassen. Wir werden sehen in den nächsten Jahren, das hat sich ja verstärkt, und da bin ich froh, dass ich den Markt auch so ein bisschen revolutionieren konnte, beziehungsweise missionieren eher, weil wie ich 2017 das erste Mal im Caravan-Salon stand und den Flutitten kennengelernt habe, ich glaube, er hatte so 17.000 Abonnenten, nicht 800. Hier so war ich da mit, ne, man kennt mich ja immer so, ist übrigens immer frisch. Und den mittlerweile auch das 43. Cappy. In 4,5 Jahren. Ja, stimmt, musste ich neulich lachen. Ich schreibe ja immer mit, ich weiß nicht, was ich bestelle. Ich habe da immer ein paar Vorrat, weil ich schwitze natürlich auch durch und das werde ich irgendwann eklig. Es sind 43 Autos und 43 Cappies, weil ich ja eigentlich immer zum Auto tausche. Blöde Angewohnheit. Vielleicht ist ein Glücksbringer-Denken, keine Ahnung. Aber da standen wir und Leni und Toni waren schon ein bisschen vorher hier quasi die Vorboten. Und haben dann ihre Fahrzeugsuche eingestellt. Die haben sich auch nie gedacht, dass das mal so wird. Den Markus Löhrer hat schon lange vorher gegeben mit seinen Stellplätzen. Der hat das ganz früh erkannt und ganz früh hier Gas gegeben. Aber dann ist es wirklich über die Jahre explodiert. Also ich weiß, wir waren, glaube ich, 3 Akkreditierungen 2017 und jetzt letztes Jahr, habe ich gehört, waren es über 800 Akkreditierungen von Camper, Social Media Fritzen und Fritzinnen, die unbedingt im Caravansalon sein wollten. Also der Markt ist ja da. Also das heißt, unser Tun ist gefragt, unser Handeln, unsere Videos, unser Material, das wird ja abgefragt, geklickt. Es ist ein Netzwerk entstanden dadurch. Es ist nicht immer alles Werbung, ja, außer bei mir. Nee, heute auch nicht. Sondern man merkt halt, dass sich das bei uns sehr gut bewahrheitet, wie der Trend auch weltweit ist und nicht nur der Trend, sondern das ist ja auch wiederum manifestiert, das Wort des Tages, dass 70% der Kaufentscheidungen, roundabout 70%, oder mit Social Media getroffen werden. Also mit dieser Beeinflussung. Das ist jetzt manchmal ein Entdecken, manchmal ist es eine Fortbildung, wo man dann irgendwann einmal sagt, jetzt weiß ich's. Wenn ich mal ein Auto oder ein Reisemobil kaufe, dann scanne ich alle Kanäle durch oder Google durch und dann bilde ich mir mein Urteil. Dann trägt das erheblich zur Meinungsfindung bei. Und das ist es ja bei allem. Das ist wichtig. Das war mir immer wichtig. Wir sparen schon so viel CO2, weil man nicht mehr so viel zu den Händlern fahren muss wie früher. Früher hast du Jahre und mindestens Monate gebraucht, um das Richtige zu finden, den richtigen Händler zu finden. Preis-Leistungs-Verhältnis, Grundriss, vielleicht mal Mieten. Mieten ist aber trotzdem nach wie vor gut. Aber du bist ja in ganz Deutschland rumgekurvt zu Händlern teilweise. Also ich weiß das aus meiner Erfahrung noch, was die Leute erzählt haben zwischen Spontankäufern. Ganz, ganz wenige, aber 2 Monate, 3 Monate. Aber der Schnitt war immer so 1,5 bis 2 Jahre bis zur Entscheidungsfindung. Und ihr könnt es sicherlich auch oftmals noch bestätigen. Das hat sich ja komplett gedreht. Heute fährst du dann auf die Messen am Ende und schaust, dass du jetzt ein Schnäppchen kriegst. Wobei ich mir sicher bin, dass jetzt dann wieder Schnäppchenpreise kommen. In Anführungszeichen, dass es wieder Nachlässe gibt. Weil Schnäppchenpreise sind vorbei. Und bei Preiserhöhungen bis zu 30%, da wird es jetzt so schnell keine Schnäppchen geben. Aber es wird sicher Nachlässe geben, weil die Branche, wie erwartet, die haben ja, hat ja Glück gehabt, so viele Rekordjahre hintereinander zu haben. Ich hätte mir oft in Corona-Zeiten ein bisschen mehr Demut gewünscht von den Herstellern, nicht gar nicht so stark auf die breite Brust zu klopfen. Das sind die Größten, die Schönsten, die Tollsten, weil die Umsätze natürlich geknallt haben ohne Ende. Dabei vielleicht ein bisschen mehr an die Opfer von Corona zu denken, ein bisschen tiefer zu stapeln. Aber gut, das ist eben seine eigene Philosophie. Es spiegelt sich durch und das ist auch das, was ich jeden Tag höre und meine Erfahrungen. Und wenn du mal im Jahr, keine Ahnung, 10.000 Kommentare kriegst, die du durchliest, dann haben wir oder ich oder wir und meine Kollegen schon einen sehr guten Schnitt über den gesamten Markt, weil wir halt Infos mitkriegen, die du auf Campingplätzen natürlich angeschnitten kriegst, aber wir kriegen es kiloweise.
Wir können nur kiloweise Meinungen kaufen. Also das ist halt so ein Punkt, wo ihr mit Sicherheit d'accord geht. Jetzt stellen wir mal französischen Einschlag um. Und ja, daraus ist eben diese Karawanen-Idee entstanden. Und ich glaube, der Markt schreit danach und wir schreien danach und wir müssen es finanzieren. Und wir werden jetzt, wir werden natürlich das Rückgrat der App, der Idee mit Karawanen ist. Und ich glaube, das Wichtigste an die digitale Fortsetzung, kann man schon fast sagen, ist eine App, in der du auch alle Infos checken kannst, wie gesagt, ins Forum kannst, alles das machen kannst, was du auch auf der Homepage findest. Aber einen großen Vorteil haben wir da noch. In Echtzeit kannst du sehen, wo die anderen Karawanier sind. Wenn du das willst, legst du ein Profil an mit deinem Nickname, Wohnmobil Cruiser 01 Carver. Da steht nämlich gerade eine Concorde gegenüber. Und dann schaltest dich frei mit deinen Infos, wie du willst. Hab zwei Hunde dabei, wir sind mit dir und suchen. Jemand, der mit uns abends ein Glas Wein trinkt. Ich meine, wenn das dann ein Camper-Liebesportal wird, dann müsst ihr das selber wissen, aber im Vordergrund steht das nicht. Das ist ein Treffpunkt. So wie wir auf unseren schönen Treffen uns analog treffen, in Anführungszeichen, was auch wichtig ist, mit weniger Daddeln, habe ich aber immer das Gefühl, wenn man so unterwegs ist, so ein Tool zu haben, weil alle haben immer das Handy in der Hand und dabei. Sind wir mal ehrlich, also fast alle, 98% gefühlt. Dann redest du jetzt nicht unbedingt hier links den Dritten an, obwohl du vielleicht Bock hast, irgendwie nur mit irgendjemandem zu socializen oder gehst ja nicht bei jedem vorbei. Dann kannst du da anklopfen. Sagen, hey, ich hab grad gesehen, du bist auch bei Karawanen, gehst du rüber. Schöne Nebenerscheinung, ich glaube, eine sehr sinnvolle, um dadurch wieder zusammenzukommen. Der Haupteffekt ist aber der. Und da sind wir jetzt ganz vorne dabei. Und da machen wir allen anderen was vor. Wir können die Stellplätze und Campingplätze unfassbar entlasten. Ich glaube, das würde, wenn wir da wirklich viele Mitglieder gewinnen können, und ich rede da nicht von 100, sondern ich rede von 10.000 in den ersten 6 Monaten, das Ziel, spreche ich hiermit aus, dann läuft es nämlich so, wenn ich jetzt nach Speyer will, zum Technikmuseum auf dem Stellplatz, da ist immer viel Traffic. Da ist nicht immer Platz frei, da gibt es keine Webcam. Wenn du anrufst, sagst du zwar, aber dann schaust du nach, steht da zwei wieder aus Karawanen und das sollten dann gerade viele stehen und die sagen dir, hey, kein Problem, kannst schon reinfahren. Oder ihr gebt da Bescheid, wenn ihr jetzt gerade zumacht. Oder ihr tauscht euch aus in irgendeiner Form. Dann wird mit Sicherheit das Ganze einen Flow kriegen. Weil was nützen uns alle Stellplatz-Apps? Das ist alles eine tolle Idee, aber es gibt so viele. Ich möchte da keinen wehtun, aber ich mache das mit Google Maps. Das wäre natürlich nur der Traum, wenn man dann später sieht auf Google Maps, wo die Karawanier sind und daran arbeitet man nämlich. Also das alles und weniger ist mehr und übersichtlich und klassisch oder zeitgemäß gestaltet mit Reiseinfos, mit Fahrradtouren. Ihr selber bringt auch viel ein. Ihr seid alle aufgerufen, da wirklich Content zu bringen. Natürlich die Professionellen in Anführungszeichen. Die wissen ja eh damit schon umzugehen. Aber wenn ihr ein Treffen organisiert, rein damit. Das ist ein permanenter Ticker drin, auch mit Nachrichten aus der Camping-Szene. Wir werden füttern. Es wird eine Redaktion geben. Im Hintergrund habe ich Bewerbungen von 17 Menschen bekommen, die aus der Camping-Szene sind, teilweise schon im Ruhestand sind. Die haben gesagt, wir haben alles, wir wohnen da drin, wir sind irgendwo unterwegs. Wir haben da Bock drauf mitzumachen. Ich suche übrigens dringend jemanden, der ungefähr 2.500 E-Mail-Adressen erfasst. Also wenn er sich melden will oder auch vielleicht schauen die 17 zu, fühlt euch angesprochen. Ich wollte bis jetzt noch nicht auf euch zugehen, weil jetzt wirklich die letzten Tage der Content sich herauskristallisiert hat, unsere Wirbelsäule. Und ich hatte vorgestern einen Termin mit Erwin. Erwin stelle ich euch bald vor. Der hat eine große Agentur und weiß, von was er spricht. Der guckt immer bei Markus und bei mir und bei vielen anderen. Also er kennt den Markt, er fährt in Westfalia Columbus. Und er hat von der Idee gehört, einer der ersten, der geschrieben hat, war der Erwin, der hat gesagt, ey, wir sind da dabei. Ich kann es kaum glauben. Und nächstes Mal habe ich ihn angerufen und sagt, nee, wir gehen da jetzt absolut in die Vorleistung. Wir stellen das Grundgerüst zusammen. Das heißt, die Ausbaustufen bis 70%. Die ermöglichen uns alles, was wir brauchen, jetzt in Form vom Logo über die App, über die Homepage bis hin zur App, dass das alles wird. Und das muss man natürlich auch entzerren, die müssen davon was leben und haben echte Arbeit. Und der wird aber auch der Erste sein, der da
natürlich auch für Kinder nicht alles umsonst machen, in den vom Verein auch etwas bezahlt bekommt, sobald wir da Umsätze generieren. Das ist vollkommen klar, Ehrensache. Für die Leute, die da tagtäglich Leute beschäftigen, das können wir im Verein machen. Die werden überschaubar und angemessen für euch transparent natürlich auch Geld dafür bekommen. Das ist normal. Wir werden natürlich auch Sponsoren haben, Mitglieder aus der ganzen Handelsgeschichte, die uns da unterstützen. Die werden ausgewiesen. Und das Ausweisen ist ganz toll. Also das macht es, glaube ich, wirklich perfekte Geschichte. Alles wird mit euch abgestimmt. Wir haben jetzt, Entschuldigung, Wasser. Wir haben jetzt die ersten 7 Gründungsmitglieder, die treffen sich morgen Abend. Da wird dann endgültig gesagt, machen wir oder machen wir nicht. Und vor allem, ja, ich brauche diese Zusage, weil wenn mit mir was ist, dann sollte das im besten Fall weiterlaufen oder dann von den anderen ordentlich wieder aufgelöst werden. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil ich glaube, wir haben alle Feuer gefangen. Ich kann euch versprechen, ich tue alles, was geht, aber wie gesagt, ich bin immer ein bisschen in dem Dilemma, im gesundheitlichen Dilemma. Es ist immer Tagesform oder Wochenform oder kann aber dazwischen was sein. Auf jeden Fall sind es die 7 Gründungsmitglieder, die dann auch gleichzeitig in die First 50 WhatsApp-Gruppe kommen. Ihr seid herzlich eingeladen, schreibt mich an und jetzt haben wir dann noch 43 Plätze. Ich glaube, jetzt sind es bloß noch 40 oder 35, ich muss nachschauen. Dann kommt ihr da mit rein, jetzt auch. Die ersten Mitglieder werden auch gratis sein, diese First 50. Und dann wird es zum Start am Caravan-Salon eine 250er-Gruppe geben, weil soweit 248 kann man bei WhatsApp eine Gruppe machen, da werden die schnellen Entscheidungen getroffen. Das kommt als Umfrage drin rein, die Frage, ja, nein, vielleicht, zack, bumm. Ganz demokratisch. Ich versuche die Politik wirklich rauszuhalten. Aber ganz fair. Nennen wir es fair. Entschieden, zack, bumm, nächste Entscheidung. Also ihr seid dabei. Das ist was für euch zum Anfassen, zum Mitmachen. Und dann kommen wir jetzt mal vorab noch zu den Kosten. Wie gesagt, da muss was reinkommen. Wir werden einen Mitgliedsbeitrag haben pro Mann und Nase. Mann, Frau etc. und Nase von 59 Euro aufs Jahr, 12 Monate. Wenn du jetzt deine Ehefrau oder deinen Lebensgefährten nachweislich mit anmelden willst, dann zahlst du oder kriegst du einen Nachlass von 20%. Für Kinder gelten 50% Nachlass. Wir freuen uns natürlich immer über viele Mitglieder, aber wir sind auch absolut d'accord oder clean oder sauber damit, wenn ihr euch als Fahrer von eurem Alkofen von Sunlight mit anmeldet. Also das ist jetzt keine Verpflichtung, aber wir freuen uns natürlich. Vielleicht freuen sich die Kids dann in 50 Jahren hier als Mitglieder geehrt zu werden. Nein, wir stehen gar nicht auf diese Vereinsmeierei, wir wollen das neu erfinden. Wir müssen nur diese rechtlichen Vorgaben in Deutschland erfüllen und dann bleibt nur das übrig für uns. Wir können ja gar Genossenschaft machen oder GmbH oder so. Das ist Quatsch. Wir wollen ja nachher spenden, wir wollen Treffen machen, wir wollen so viel machen und ihr seid alle herzlich eingeladen dazu und wir versprechen euch oder ich verspreche es euch und ich hoffe, morgen die anderen ja auch nochmal, wie sie es schon getan haben, dass ihr mit vollem Elan dabei sind. Wobei wir natürlich alle auch Arbeit haben. Ich verspreche aber, das so zu verteilen oder wir versprechen uns das, dass wir es so verteilen, dass man das durchaus bewältigen kann. Wenn da jeder in der Woche 2, 3 Stunden an Zeit investiert, ein bisschen Content kreiert, es sind da keine großen Geschichten. Die Mehrarbeit hat oder das meiste muss jetzt die Agentur bewältigen. Und ich grüße auch den Chris, den stelle ich euch auch noch vor. Er ist Steuerberater, kennt sich aus dem Vereinswesen. Wir haben einen Rechtsanwalt dabei, der sofort gesagt hat, ich helfe euch da in jeder Form. Die machen das auch im Ehrenamtsmodus. Wir werden dann natürlich zur Gründung hin auch einen Vorstand wählen müssen, also Gründungsmitglieder. Dann kommt der Vorstand. Werden wir einen Präsidenten machen, oder? Solange es nicht der Trump wird. Entschuldigung, ich wollte nicht Politik werden. Also, aber das ist bei mir sein eigenes Thema. Wie bei vielen auch. Darum haue ich den jetzt mal raus. Basht mich bitte deswegen. Also wie gesagt, das ist eine rechtliche Geschichte. Ihr habt uns jetzt so weit gebracht oder wir haben uns so weit gebracht und ihr habt uns mitgenommen auf eine Reise, weil ohne die Mitglieder, ich hoffe, ihr alle Subscriber-Abonnenten werdet dann dort auch Abonnenten, Mitglieder. Ihr könnt übrigens Karawanen sogar auf YouTube abonnieren, da ist aber noch nichts drin. Gar nichts. Aber ich bin mal gespannt. Vielleicht haut der eine oder andere schon drauf. Da gibt es natürlich dann auch immer per Video die aktuellen Geschichten.
Hier die Content kreieren, werden mit Sicherheit ein, zweimal in der Woche, wenn dann das Netz gut ist, Live-Sendungen machen mit Gästen von den Messen. Das soll auch wirklich permanent Livestream laufen auf Karawanien. Und wir werden da nicht Mickey Maus machen. Also das ist, hört sich jetzt doof an, wir wollen da nicht übertreiben. Oder nicht, dass ihr meint, die haben einen Größenwahn bekommen, aber wenn du sowas machen willst, machst das Ganze oder gar nicht. Also Kinkerlitz ist vorbei, das haben schon genug andere probiert, das funktioniert halt nicht. Jetzt nehme ich mir aber meinen Spicker, liebe Leute. Ich hoffe, ihr seid alle noch munter und der Ton klappt soweit. Und da habe ich ihn. Also, Karawanien. Ich gehe jetzt hier nochmal kurz durch, dass ihr ein bisschen was seht. Karawanien.de, Hashtag Karawanien, alles was dazu gehört. Kein Facebook, Instagram, TikTok und Homepage. TikTok gehört immer mehr dazu, die Leute kommen da rein, vielleicht machen wir noch was anderes, das stimmen wir dann ab. Ich muss ein bisschen vorblättern hier, sorry. Schaut jetzt mit dem Live drauf, dann könnt ihr jetzt reinchatten. Also, wir werden auf der Messe natürlich auch mit unseren dann bis dahin Partnern, weil einige haben sich schon konnektiert mit uns und haben sofort gesagt, sie sind auch zum Start dabei. Und mit denen werden wir dann natürlich auch auf der Messe am Stand, bei denen gibt es auch Flyer, einen Aufkleber, einen Bierdeckel mit Karawanien. Oder eine Beratung, wenn einer damit jetzt nicht umgehen kann, aber das wird ja auf der Homepage super nochmal erklärt und auch in Videos, die bis zum Start kommen. Also ihr könnt euch schon registrieren, aber nur oder abonnieren auf YouTube und ab dem Caravan-Salon gibt es dann die Registrierungsmöglichkeit für Mitglieder auf der Homepage. Staffelung haben wir gehabt, Familienmitglieder, eine Empfehlung gibt es natürlich auch noch. Da lasst uns was einfallen, dass ihr was habt davon, wenn ihr ein anderes Mitglied anwerbt. Das ist nichts Unseriöses für einen Verein, das ist normal, weil ihr sagt ja dann auch hier und da, hey Nachbar, bist du schon in Karawanien? Dann wollen wir natürlich das auch irgendwie honorieren. Da wird es keinen 100-Euro-Schein geben, aber ich denke, das ist eine faire Geschichte. Da werden wir sicher Sponsoren finden, die uns da tolle Ideen anbieten. Also Content, ja. Das Tolle finde ich auch, die YouTuber, und ich rechne mir mindestens 20, die da ab dem Caravan-Salon dabei sind, in diesem Karawanien, werden auch die Möglichkeit geben, Videos zu machen bei Partnern, die sich dann bei uns melden oder Partner werden wollen. Das heißt also aus dem gewerblichen Bereich. Vielleicht sagt ein Vermieter, Mensch, ich hätte gern den YouTuber XY bei mir, den finde ich cool, die kannst du da auch alle einsehen auf der Homepage. Dann kann er den da anfordern und dann gibt es auch eine Spende für den Verein und der YouTuber kriegt auch seine Kosten erstattet und soll auch da dementsprechend immer fair und transparent ein bisschen Geld kriegen dafür, wenn er dann dahin fährt. Dann haben alle was. Wir haben was, der YouTuber hat was und der Handel hat erst recht was, weil er auf der Plattform ist. Eine Stell- und Campingplatzsuche mit Anbieterverzeichnis. Auch inklusive Videogutschein. Stellplatzfreunde. Ruft an, Stellplatzbetreiber. Ruft an. Registriert euch, ihr kriegt eine Einblendung, rotierende Werbeeinblendung, das muss auch sein auf einer extra Stellplatzseite, ihr werdet da schön gelistet, alphabetisch. Und dann kommen die Links von euch rein und auch ein Video, wenn ihr das wollt, kostet ein bisschen was, aber das erfahrt ihr dann einen Tag vorm Caravan-Salon. Dann natürlich Hersteller, Händler, Vermieter, Zubehörsuche mit Anbieterverzeichnis. Fahrzeugverkauf privat für Mitglieder. Eine kleine Textversion kostet 20 Euro Spende. Da könnt ihr per Text euer Fahrzeug beschreiben, ähnlich wie auf den großen Plattformen. Wollt ihr aber das mit Video bewerben, dann kommt euer Lieblings-YouTuber vorbei, wenn er Bock drauf hat, das auch zu machen. Ja, ich hoffe, dass die YouTuber alle mitziehen. Aber ich kann es euch nur sagen, das kann man ja bundeslandtechnisch oder regionstechnisch super rausarbeiten. Kann ja auch dabei stehen mit der YouTuber-Vorstellung, was für Gebiete er fährt. Oder das ist ja dann immer nach Vereinbarung. Das ist ja nicht immer von heute auf morgen. Also da findet man Lösungen. Dann gibt es Karawanenreise eben mit Routentipps, allgemeine Infos, Versicherungen, Empfehlungen. Dann gibt es die Sponsoren eben im Reisebereich. Dann gibt es wöchentliche Live-Sendungen. Das hat man schon, das Karawanen-Forum, Karawanen-Kleinanzeigen für Mitglieder, private Kleinanzeigen kostenlos. Das heißt, verkaufe meinen Omnia, weil ich den nächstgeileren Omnia gekauft habe. Dann könnt ihr den da inserieren. Also. Kann man auch auf eBay machen, aber das sind halt nur Camper drauf. Klar, kostet auf eBay dann auch nichts, glaube ich, privat oder so. Wenn ihr das mit einem Video verbinden wollt,
dann geht das hier nicht. Weil Kleinanzeigen, also ihr haut selber eins rein. Da können wir uns sowas überlegen, ob ihr den Artikel privat zu Hause in einer Minute beschreibt und da vielleicht was verlinkt. Das sind so Ausbaustufen. Gerade in Nachrichten. Ich habe es versucht, hier wieder nicht zu sehr mit dem englisch-amerikanischen Touch zu versehen. Also es wird Karawanin aktiv geben. Das sind die privaten Kleinanzeigen. Das wird aktiv heißen. Dann gibt es Karawanin Nachrichten, fortlaufende Tickermeldungen, haben wir auch schon gehabt, auch zur Direkteingabe für euch. Da haben die Mitglieder und Sponsoren 100 Zeichen generell frei, ähnlich wie bei Twitter. Die haben ein bisschen mehr. Vielleicht machen wir das Gleiche auch, wo du einfach sagst, Treffen in Kösserath und dann läuft es in Schleife und die neueste wird drüber gelegt. Das ist auf der Mainpage, auf der Frontpage, auf der Homepage, auf der Startseite. So, sagen wir es. Dann gibt es gerade einen internen Mitgliederbereich mit Passwort, persönliche Einstellungen, Profil mit Möglichkeiten der Differenzierung. Zum Beispiel, du kannst dann auch für die App oder für deine Homepage sagen, ey, ich suche coole Leute aus dem 4x4-Bereich, dann klickst du da in dein Profil 4x4 an und du hast einen Kastenwagen und du hast noch ein Liner zu Hause stehen und ein U-Boot, dann kannst du das alles da anklicken und dann kannst du auch sortiert nach Interessen deinen Karawanier finden, wenn du es anklickst. Sponsorenbereich gibt es mit Passwort, wo er seine Einstellungen sieht, wo er seine Rechnungen sieht, seine Spendenbelege sieht, seine Sponsoreninfos bekommt, die an den Abstimmungen unter den Partnern teilnehmen will. Das wird es auch geben, dass die Partner natürlich im Handel andere Abstimmungen haben, wie es weitergeht in Karawanien, die dürfen genauso mitreden. Dann haben wir Karawanen in der Club, die Vorstand, die Werte, der Vorstand, die Satzung, die Ziele und Soziales. Wir werden uns unfassbar, das sage ich euch. Ich bin mir ganz sicher, dass alles, was irgendwo an Erlös möglich ist, inklusive Charity, wenn wir halt, jetzt fange ich schon wieder an, mit Spendenaktionen und so weiter, dass wir locker einige Prozent im Jahr vom Gesamten in ganz tolle Geschichten umsetzen können, die wir auch wieder abstimmen. Karawanenförderer. Dann Karawanien Social Media, da stellen sich die YouTuber und Influencer vor. Dann gibt es die Karawanien App, die habe ich schon angesprochen. Da habe ich geschrieben, nochmal zum Resümieren. Digitales Anklopfen beim Nachbarn in Anführungszeichen. Erleichterte Kommunikation ist nachhaltig emissionssparend durch weniger Kilometer bei der Stellplatzsuche und Stellplatzentlastung durch Live-Infos von vor Ort befindlichen Karawanien. Community-Stärkung durch Kommunikation. Das ist jetzt mal so die Base. Und dann wird es ganz viele Verzweigungen geben. Auch euer Input ist mir wichtig oder uns wichtig. Schickt uns rein, was ihr haltet von der Idee. Am besten ist nur, ihr sagt gleich cool dabei. Wie gesagt, wir werden euch natürlich am Laufenden halten. Aber morgen ist der Tag der Entscheidung. Ich teile es euch natürlich dann mit. Seid ihr bereit durch das Video? Dann lasst ein Like da. Seid ihr bereit, Karawanen zu abonnieren? Dann sehen wir es noch besser. Dann könnt ihr gerne mal abonnieren. Ihr werdet noch keine Nachrichten bekommen. Entschuldigung. Und aber cool wäre natürlich ein Kommentar für uns, dass wir auch wissen, dass wir das Richtige tun und nochmal eine Stärkung kriegen, obwohl wir es ja schon wissen. Das wäre natürlich ein Traum. Es mag erstmal verrückt klingen, aber wir brüten oder ich brüte da schon so lange hin. Ich habe das nie aus Kommerzgründen betrieben. Ich wollte davon leben, klein, überschaubar, bescheiden. Und ich glaube, das kann ich auch ganz transparent über die letzten Jahre auch in Form von Videos beweisen. Ich habe so viele nette Menschen draußen kennengelernt in der Zeit. Das kannst du mit Geld nicht bezahlen, das sage ich auch immer. Kleine Brötchen backen, nicht mehr immer in die Augen schauen oder euch in die Augen schauen. Ab und zu ein Hampelmann sein, kindisch, albern oder blöd. Ihr habt das akzeptiert. Ich will nicht billig sein, zumindest nicht im Titel. Das Clickbait, den liegt mir einfach fern. Manchmal muss da ein bisschen Gas geben, wie bei diesem Titel, aber da ist es auch wahr. Darum eben kein Clickbait-Ding in diesem Titel. Aber jetzt brauche ich euch. Gebt mir eine Stärkung, wie ihr es mir immer gegeben habt. Immer wenn ich down war oder angeschlagen war oder nicht gut drauf oder durch die anderen Umstände, dann habt ihr mich wieder aus dem Tal gerissen. Für mich seid ihr oder ist YouTube dieser Job, dieses ganze Camping und die Menschen, die ich jeden Tag sehe, die beste Medizin. Und ich hoffe, gebt mir das weiter. Wie gesagt, nochmal, ich schwöre, wo soll ich jetzt da die Hand drauflegen, wenn ich ein Eid schwöre? Auf eine Zebra-Rolle. Nein, aber sowas kann durchaus passieren. Ihr wisst, worum es geht, ihr wisst, worum es für uns alle gehen kann.
Und ich denke, ihr könnt euch ausmalen, was das für eine positive Wirkung hätte. Wir wollen niemanden aus dem Markt drängen. Die Schlechten fallen irgendwann hinten runter. Wir wollen mit allen zusammenarbeiten. Wir wollen unseren Urlaub, unsere Leidenschaft, unser Hobby mitbestimmen oder mit beeinflussen, mitbestimmen. Wir haben es nicht. Wir können Vorschläge machen, wir können zusammensetzen in vielen Belangen. Und wir wollen uns helfen gegenseitig und euch helfen. Das heißt, wir werden wirklich auch da sein, wenn jemand Training vergisst, weil er beim Händler über den Tisch gezogen worden ist. Und wenn wir irgendwo was tun können, dann werden wir das tun. Das tue ich jetzt seit Jahren im Hintergrund, glaubt man nicht. Also da bin ich echt heilfroh, dass ich für so viele Menschen Videos gemacht habe und kein Geld verlangt habe. Das ist gut ein Drittel von über 3000. Weil das das Netzwerk so schön verstärkt hat und die Händler mitgezogen haben, mit denen wir jetzt hier die Chance gegeben haben, ein bisschen Geld zu verdienen. Aber jetzt ist der Next Step notwendig. Der Markt ist auch aufgeteilt. Wir kriegen keine großen Spitzen mehr rein. Also du machst die billigsten Reisemobile der Welt. Gewisse Leute brauchen das und mögen das. So, und gewisse Leute wollen es auch anschauen. Aber dann sollen sie das auch tun. Aber der Rest muss einfach so weitergehen, wie er bis jetzt war. Tja, das ist, glaube ich, die schwierigste Entscheidung in meiner Situation jetzt. Ich mache den Camper-Tobi auf jeden Fall weiter, gar keine Frage. Aber die Konzentration liegt natürlich auch da drauf. Vielleicht werden es ein bisschen weniger Video dann gezielt und vielleicht einmal von Messen bei ein paar Händlern nicht mehr ganz so stark rumfahren. Natürlich schon auch, weil da passiert das Leben. Wir sind ja digital vernetzt. Ich kann das von überall aus machen. Und Mobile Home Office. Ich danke euch wirklich für eure Treue. Und für die coole Zeit, für die schönste Zeit meines Lebens. Und egal was passiert, wir sehen uns hoffentlich nicht erst in Karawanien, aber dort ganz oft. Und ich freue mich schon auf die ersten Treffen. Wir wollen da wirklich eine Tour machen, zu euch kommen, mit euch treffen, tolle Events veranstalten. Ich glaube, wir haben Möglichkeiten, wirklich jetzt das große Zelt aufzubauen über dem ganzen Campingland Karawanien. Also, seid dabei. Ich freue mich. Kostenpreise, alle weiteren Infos erhaltet ihr demnächst auf diesem Kanal oder bei den Kollegen oder auf der Homepage. Die ist übrigens gerade noch umgeleitet auf meine Homepage. Also ihr könnt jetzt reingehen, karawanien.de. Und jetzt zeige ich euch noch was, finde ich total geil. Ich war halt beim Globus in Krefeld und es ist echt scheiße warm. Also schön warm eigentlich. Die paar wenigen Tage, wo man das Samstag mehr nutzen, dann gehe ich an diesem Ventilator vorbei. Und ich habe ja immer diese Fahrzeuge ohne Klimaanlage. Das ist natürlich echt anstrengend. Ich habe alles offen. Also gerade, dass eine Tankdeckel auch noch offen ist, stinkt immer ein bisschen. Habe ich mir so einen Ventilator gekauft, der geht mit USB und Akku. 12,95. Der ist echt cool. Kannst du irgendwo hinklipsen, schaltest du ein und läuft. Funktioniert. Media Shop. Media Shop, Livington Go Fan. Und für den Preis? Tja. Ich würde mal einen zweiten holen. Weil du hast eine Verwirbelung, du hast das kühl und kannst auch einstellen, wohin du die kühle Luft haben willst. Ist mir jetzt gerade noch eingefallen, damit das Ganze noch ein bisschen Auflockerung kriegt. Und ich hoffe jetzt, dieses kleine Scheißmikro funktioniert. Denn kostet 30 Euro. Das ist in so einer Box drin und ich zeige euch das zum Schluss noch. Also ich habe jetzt den Empfänger im Handy und dann zwei so Dinger, da kannst du auch hier USB-C anschließen und dann werden die geladen. 30 Euro. Mal gucken. Macht's gut. Danke und drückt uns allen miteinander die Daumen. Ciao. Und ich habe sicher tausend Sachen vergessen euch zu sagen, aber ich hoffe mal das Beste.